Im März 2023 findet auf der Ablachtalbahn eine besondere Premiere statt. Eine neue, innovative Gleisstopfmaschine der Firma Leonhard Weiß zum Verdichten des Schotters unter den Schwellen hat ihren ersten Einsatz auf der 39 Kilometer langen Strecke zwischen Mengen und Stockach. Verfolgen wir den Einsatz des sogenannten Universalstopfroboters zunächst auf dem Streckenabschnitt zwischen Grauchenwies und Göggingen. Die 32,6 Meter lange Maschine mit einem Gesamtgewicht von 116 Tonnen fährt auf drei zweiachsigen Trägestellen. Wir befinden uns kurz vor dem Bahnübergang der Straße nach Leitz am Ortseingang von Göggingen. Stück für Stück im Abstand der Schwellen rückt der Edelweiß-Express vor. Nach leichtem Anheben des Gleises tauchen die vibrierenden Pickel des vollhydraulischen Stopfaggregats in das Schotterbett und verdichten den Schotter unter den Schwellen. Die Vorteile des neuen hydraulischen Antriebs machen drehende Antriebsteile überflüssig und der Stopfantrieb vibriert nur beim Eintauchen und Verdichten. Das sorgt für eine Lärmreduktion und reduziert die Zahl von Verschleißteilen. Werfen wir einen Blick auf das seitlich ausfahrbare Stopfaggregat, wodurch auch das Stopfen von Weichen möglich ist. Der Stopfantrieb ist mit integrierten Weg- und Drucksensoren ausgestattet, um eine optimale Verdichtung des Schotters zu erreichen. Kurz vor dem Bahnübergang findet ein Wechsel von Stahl- zu Betonschwellen statt. Dafür müssen die Parameter für die Stopfung verändert werden. Der Bahnübergang wird geschlossen und wohl selten mussten die Autos auf der Verbindungsstraße nach Leitz so lange an geschlossenen Bahnschranken warten. Endlich gibt es wieder freie Fahrt. Nach weiteren Schwellenmarkierungen kann der Stopfvorgang fortgesetzt werden. Noch einmal werden die Schranken für die Durchfahrt der Schotterplaniermaschine geschlossen.
Sie stellt im Anschluss an die Stopfung den Querschnitt des Schotterbetts wieder her. Am nächsten Tag haben beide Maschinen den Standort gewechselt und arbeiten zwischen Mengen und Zielfingen kurz vor den Zielfinger Baggerseen. Beobachten wir zunächst noch einmal die Arbeit der Schotterplaniermaschine. An so einer neuen Maschine muss gelegentlich auch etwas nachjustiert werden. Dann kann es auch schon wieder weitergehen. Kurz darauf wird der Bahnübergang an der Straße nach Sigmaringendorf erreicht. Ja, aber abblendlich, kein ausblendlich. Diffizilere Stellen werden ohne Probleme bearbeitet. Kurz darauf erreicht auch die Schotterplaniermaschine den Bahnübergang.
Fleißige Unterstützer säubern vor der Stopfmaschine noch das Gleisbett von Laub und Ästen. Verschaffen wir uns zum Abschluss noch einen Überblick von oben über die beiden Maschinen, die inzwischen auf Höhe der Zielfinger Baggerseen unterwegs sind. Wir wünschen noch viel Erfolg und gute Arbeit beim weiteren Premiereneinsatz auf der Ablachtalbahn Richtung Stockach.